Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem ganz neuen Testvideo. Wir schauen uns diesmal ein Küchengerät an, und zwar die Ninja Creami Eismaschine, die ganz besonders cremiges Eis machen soll. Und zwar sogar ein bisschen anders, als man es normalerweise kennt. Nämlich nicht mit einem Kompressor, sondern mit einer Technologie, dass man die Zutaten vorher einfriert und dann binnen weniger Minuten, 2-3 Minuten, direkt verzehrfertiges Eis bekommt. Aber nicht nur Eis, sondern auch Sorbet kann man zubereiten oder Smoothie Balls und ähnliches. Und das wollen wir alles mal ein bisschen ausprobieren und uns halt hauptsächlich das Gerät mal ein bisschen anschauen. Ja, ihr seht, der Kasten ist sehr, sehr groß. Wir packen den jetzt gleich zusammen aus, also so zum Aufbau des Videos. Wir packen das Teil aus, schauen mal, was so drin steckt. Dann, was man in dem Rezeptbuch vielleicht so schön ist als Inspiration, findet, dass man davon mal was ausprobiert. Und dann kann man natürlich auch ein bisschen selber kreativ werden. Was heißt ein bisschen? Eigentlich kann man äußerst kreativ werden, auch mit Zutaten, Zusätzen reinmachen. Davon probieren wir dann auch ein bisschen was aus. Und am Ende gibt es ein Fazit, ob sich das Gerät lohnt zu kaufen. Für die Interessenten in der Videobeschreibung ist ein Link, da könnt ihr gerne mal reinschauen. Es sei gesagt, das Gerät habe ich von Ninja gestellt bekommen. Das sei hier Offenheit halber natürlich auch gesagt. Und ich bin auch offen zu euch. Ich bin sehr gespannt, wie es wird, denn in der Theorie wird es wirklich sehr schön cremiges Eis. Gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, wie schlägt es sich gegen andere Eismaschinen. Ich sag mal, Kompressor, das kennt man natürlich auch vom Hörensagen, ist praktisch, dass man einfach die Sachen dann sofort zubereitet und nicht irgendwie noch was einfrieren muss. Hingegen gibt es andere Eismaschinen, die dann so einen Kühlakku haben, den man vorher einfrieren muss. Also, wo sind die Vorteile und Nachteile? Das werden wir uns halt auch ein bisschen anschauen. Und ich bin sehr gespannt. Also packen jetzt erstmal aus. Das Teil hier wiegt gefühlt eine Tonne. Es ist sehr, sehr, sehr schwer und sehr massiv, weswegen ich große Hoffnungen habe, dass wir hier ein sehr wertiges Gerät haben. Ich glaube schon, es gibt übrigens auch nicht nur Eismaschinen, von denen sind auch viele andere Sachen, so Heißluftfritteusen und. Wie gesagt, schaut da gerne mal bei denen in den Webshop. Und ja, ich würde sagen, wir packen das Teil jetzt erstmal aus und schauen, was so drin steckt. So, wir gucken also mal rein, was hier so drin steckt. Ich habe selber noch nicht ausgepackt. Ich habe nur ganz oben mal reingeschaut, was so drin steckt. Hier kann man so ein paar Inspirationen sehen. Sieht sehr cool aus. Hier hat man so einen Umschlag drin. Da ist dann die Bedienungsanleitung drin und auch Rezeptheftchen. Das gucken wir uns gleich kurz an. Und dann hier drinnen das Gerät. Und ich glaube, das kriege ich jetzt mit einer Hand hier nicht so leicht raus. Alter. Okay. Ich glaube, es ist einfacher, den Kasten umzudrehen und das abzuziehen, weil das Ding ist echt mega schwer. Also müsst ihr ein bisschen aufpassen. Ah ja, hier ist schon mal das Stromkabel. Jetzt drehen wir das hier einfach wieder um. Okay, hier haben wir schon mal Behälter, die wir brauchen. Zeige ich euch gleich ausführlich. Noch ein Behälter. Praktisch hat man gleich zwei, kann man gleich zwei Eis zubereiten, also hintereinander auch. Dann haben wir hier wohl noch einen Deckel. Oh Mann, das ist ein Teil. Also müssen wir das ganze Zeugs hier abmachen noch. Sehr gut verpackt, muss man sagen. Äußerst gut verpackt. Und macht auch schon mal einen sehr guten Eindruck, muss ich sagen. Hier so über so Schutzzeugs dran, damit das irgendwie unbeschadet bei einem ankommt. Oh ja, jetzt hier Vorderseite. Ich räume natürlich gleich nachher auf. So sieht es jetzt von vorne aus. Ich muss sagen, sieht mega gut aus. Also man muss hier noch so ein bisschen Zeugs hier abmachen. Das mache ich jetzt gleich. Und dann schauen wir uns mal genauer an. So, das ist jetzt hier, was man für sein Geld bekommt. Natürlich Ninja Creami selbst. Dann haben wir drei Behälter dabei, jeweils mit Deckel. Sehr, sehr cool. Die fühlen sich auch nach ordentlichem Plastik an, nicht nach so einem Billo-Schrottplastik. Dann ist hier der Behälter, wo, ihr werdet das gleich sehen, hier kommen dann, also man friert in diesen Bechern hier ein. Die kommen dann hier rein. Hier oben wird das Messer
was übrigens äußerst massives Metall ist. Also es fühlt sich richtig, richtig hochwertig an. Das kommt dann oben rein, das wird da reingehakt, dann kommt das hier in die Maschine rein und dann arbeitet die Klinge sich durch das Eis und erzeugt besonders cremiges Eis. Also hier vom Gefühl fühlt sich das alles sehr gut an und das hier, das begeistert mich gerade echt. Das ist hier jetzt ja, so ein ganz bisschen scharfkantig, aber nicht wirklich scharf. Das ist halt hauptsächlich so, wie wenn man so Shaved-Eis macht, habe ich den Eindruck. Hier das Gerät selbst. Hier hat man Plastik, hier hat man so einen Kunststoff. Das fühlt sich aber alles eigentlich ziemlich gut an. Hier schön mit dieser, ich sag mal, mit diesem glänzenden Design hier das Ninja drauf. Dann hat man hier vorgefertigte Programme, die man benutzen kann. Also man wählt dann eigentlich nur aus anhand der Zutaten, was man genau machen möchte. Dann drückt man hier auf den Knopf und die Maschine macht das von selbst. Da hat man hier so einen Respin-Knopf, der ist dafür, damit man es ein bisschen cremiger machen kann. Und Extras ist dafür, um dann Extras reinzuarbeiten, so wie dann Schokostücke, Nüsse oder was auch immer. Und ja, hier sieht man dann so ein paar Bedienelemente noch, wie man das dann einschaltet, genau reinmacht, das seht ihr dann. Und ja, das ist das. Das Teil ist sehr schwer. Ich vermute auch, damit es halt sich nicht bewegt beim Arbeiten, damit es gerade stehen bleibt. Das macht wirklich einen sehr hochwertigen Eindruck, den ich hier gerade ziemlich cool finde. Ich entdecke das Gerät gerade selber ein bisschen. Der Mechanismus, also das ist richtig was durchdacht. Man setzt das dann hier ein, die Klinge habe ich jetzt oben eingesetzt und dann muss man das Gerät quasi aktiv schalten und dann, seht ihr das, hat man so eine Plattform unten und dann wird das hier oben eingehakt und dann ist das fest und dann kann man es einschalten. Also wirklich ein ausgekühlter Mechanismus, finde ich sehr cool, wie sie das gemacht haben. Und ich kenne diese Art Eis nicht, deswegen ich bin sehr gespannt, wie das wird. So, wir schauen mal, was hier in diesem Umschlag drin ist. Und zwar hat man hier einmal ein Rezeptebuch. Dann haben wir hier so eine Anleitung mit ja, Hinweisen, die man beachten soll, wie dass man seine Finger zum Beispiel nicht reinstecken soll oder dass man das Gerät nicht in Wasser taucht. Wer hätte das gedacht? Dann hier verschiedene Leitfäden in verschiedenen Sprachen, hier zum Beispiel Deutsch. Und hier dann, das ist auch so eine Anleitung und auch mit ein paar Dingen, die man beachten soll, wie dass man zum Beispiel jetzt damit kein Eis crusht. Also dafür ist es nicht da, dass man immer Flüssigkeit mit dabei hat und dass man jetzt damit auch irgendwie nicht Nüsse hacken soll, sondern hier wird einfach grob beschrieben, wie das Ding funktioniert. Die verschiedenen Programme werden auch erläutert und halt den Ablauf, wie man das ganze Gerät benutzt. Und hier hat man das Ganze dann auch nochmal ausführlicher drinnen, dass man jetzt hier zum Beispiel auch die Programme erklärt bekommt und halt auch ein paar Rezeptideen. Also hier vorne war das, glaube ich, genau hier werden die verschiedenen Programme erklärt, die es gibt. Also es sind dann halt die Knöpfe auch auf der Maschine drauf. Dann natürlich auch, dass man hiermit auch vegane Sachen zubereiten kann, selbst reden. Also ein paar Sachen, die man nochmal beachten muss, wie dass man seine Sachen gut durchfriert, weil das Gerät arbeitet eben nicht selbst mit Kälte, sondern ist auf kalte Zutaten angewiesen, wenn man die Sachen jetzt... Ich übertreibe es mal, wenn man die Sachen im Kühlschrank hat, statt im Eisschrank, dann hat man da drin, dann funktioniert es halt nicht, weil das muss halt irgendwo erst gefroren sein, damit genügend Kälte da ist. Dann hier noch so ein paar Tipps, dann hier so ein Basisrezept zum Beispiel, wie das funktioniert und dann halt hier dann auch Beispielrezepte, zum Beispiel Vanilleeis, dass man hier Eigelb benutzt, Zuckerrohrsirup, Zuckerschlagsahne und dann halt verschiedene Basic-Rezepte. Werden Sie kreativ und Milchshakes, Fruchtsorbets und was man hier noch alles zubereiten kann. Eine tropische Smoothie Bowl, das werden wir alles halt mal ausprobieren. Also nicht jetzt jedes Rezept, aber wir werden mal von allem was ausprobieren. Und ich sage euch, wenn das so aussieht, holy shit, dann wird es mega geil. So, da bin ich wieder. Wie ihr seht, war ich einkaufen und habe mir mal ein bisschen was rausgesucht, was wir machen. Und zwar machen wir das Sorte Caramel Gelato. Ich denke, ich werde nochmal auch ein Video machen, wo wir vielleicht was anderes ausprobieren. Dann mache ich das kinderleichtes Nussaufstrich-Eis, wobei ich nicht Nussaufstrich nehme, sondern Achtung, Ovomaltine könnte geil werden. Und dann machen wir noch, was ich persönlich eigentlich nicht gut heiße, das Eis zu nennen. Aber es gibt Leute, die feiern es ab und deswegen... machen wir es. Also die Bowl, so ein Smoothie Bowl probieren wir auch noch aus. Und dann mache ich dieses Fruchtsorbet, wo nur Bananen drin sind. Also so ein Bananeneis, wo nur Bananen drin sind. Wo ich mich wirklich frage, wie das funktionieren soll. Aber wir probieren das aus. Vielleicht wird es ja mega geil. So, für dieses Sorbet, damit fange ich jetzt einfach mal an, soll man die Bananen einfach erstmal klein schneiden, um sie dann, also erstmal müssen sie natürlich reif sein, die Bananen, damit so ein bisschen diese Fruchtsüße durchkommt. Also klein schneiden, in diesen komischen Pin weg. Kann man auch ja, ganz grob machen und dann soll das halt in die Becher rein und dann dort so ein bisschen festdrücken, damit da irgendwie auch nicht großartig Luft drin ist.
soll dann alles da rein. Ich drücke das jetzt gleich noch fest und dann kommt das in den Eisschrank, frieren und dann wird's gemixt. Ich habe das dann in der Schüssel noch ein bisschen klein gestampft, da war ein bisschen einfacher als hier drin zu arbeiten. So sieht es jetzt aus, knapp unter die Max-Linie, Deckel drauf und gleich mit den anderen Sachen in den TK. So, hier mache ich jetzt zum Beispiel Salted Karamelleis, Zucker, erst auf mittlerer Hitze langsam karamellisieren, muss man ganz vorsichtig sein. Lest euch am besten, wenn ihr es noch nie gemacht habt, ein paar Tipps im Internet durch, weil da muss man ein bisschen aufpassen. Hier habe ich Milch und Sahne gemischt. Dazu kommt jetzt ein bisschen wunderschön aussehendes Meersalz. Soll ja auch Sorte Karamell werden. Wenn das karamellisiert ist, kommt das da gleich rein. Und dann kommen da gleich noch Eier rein. Und dann sind wir damit auch fast schon durch. So sieht es jetzt zum Beispiel ganz gut aus. Also wenn es schwarz wird und richtig anfängt zu rauchen, dann habt ihr definitiv was falsch gemacht. So, das kommt da jetzt teilweise dann rein. Geil, oder? Jetzt haben wir hier den Karamell. Das muss ich jetzt hier wieder hier drin lösen. Und ihr seht, dadurch kommt die schöne Karamellfarbe in solchen Eis. Sieht schon mal ganz gut aus. Als drittes Ovomaltine Crunchy Cream. Aus irgendeinem Grund ist das Glas fast leer. Naja, ich habe jetzt einen hohen Becher reingemacht. Da drin dann so ein bisschen in der Milch und Sahne lösen. Ich muss das noch ein bisschen sauberer machen. Und dann kann das auch in das Gefriergefäß. So, Salted Caramel. Ich habe nur die Vanille weggelassen. Ich wollte das Karamell für sich stehen lassen. Dann haben wir hier Ovo Maltine. Und hier die Bananen, die schon langsam ein bisschen braun werden. Vielleicht hätte ich ein bisschen Zitrone dazu machen sollen. Egal, wird dem Ganzen kein Abbruch tun. Sieht dann halt nicht ganz so schön aus. Alles in den TK, 24 Stunden und dann geht es endlich los. So, da sind wir nun. Das ist bereit. Das erste Eis, was ich rausgeholt habe, ist das Ovo Maltine Eis. Hier sieht man ein bisschen, hat sich Kakaopulver abgesetzt und oben die Crispy sind jetzt ein bisschen oben. Aber es ist nicht so schlimm. Man muss halt darauf achten, dass es gerade ist. Das haben wir hier. Und wie gesagt, in diesem Büchlein hier sind die Rezepte. Und man hat halt verschiedene Basis-Eis. Das hatte ich euch erklärt. Ne? Zum Beispiel Ice Cream, Light Ice Cream, Gelato, Sorbet. Und dann hat man eben noch Milchshake und Smoothie Bowl-Taste, sowie eben die Extras. Gucken wir uns gleich nochmal an. Und ich habe ja jetzt gerade wie war das? Nusscreme-Eis. Hier, da. Wo ist es jetzt hier? Nicht einfach Schokoladeneis, sondern schon kinderleichtes Nussaufstrich-Eis. Wobei ich halt dann wo Maltine genommen. Zwar ist das Ice Cream, steht oben. Das bedeutet, ich müsste gleich den Ice Cream Knopf drücken. Aber wir bauen das jetzt hier einmal zusammen. Ja, man hat hier so einen Verriegler. Hier. Damit kann man dann diesen Mechanismus hier rausdrehen und gleichzeitig muss man zum Aktivieren quasi so hochdrehen. Das finde ich ehrlich gesagt ziemlich cool, das System. Und ich vermute, so vom Gewicht, man hat oben auch sehr viel Gewicht. Ich vermute, da ist so ein Motor drin, der so richtig Wumms hat, der da letztlich dafür sorgt, dass dieser, naja, fast massive Eisblock zerkleinert wird. Und ehrlich gesagt, habe ich so ein bisschen, bin ich neugierig. Also fragt mich, wie das funktioniert, weil das kann man so nicht löffeln. Das ist steinhart. Deswegen, ich bin gespannt, wie es funktioniert. Also, das Gerät kann man hier rausnehmen. Hier oben hat man dann auch für diesen Umtopf eine Verriegelung. Das Messer setzt man oben ein und zwar hat man hier so einen Schieber und dann kann man hier unten, sieht man das, öffnet er sich und man kann die Klinge reinmachen. Hier sieht man, hier ist so ein Nupsi dran da, rein, zumachen und jetzt sitzt die Klinge fest. So, ja, hier sieht man das und da greift dann gleich die Maschine oben rein. So, hier unten haben wir das Gefäß, das Ninja-Gefäß und dann machen wir hier natürlich den Deckel ab. So sieht das jetzt aus. Dann kommt der da rein. Oh, das passt auch richtig super. Also macht einen guten Eindruck. So, jetzt den Deckel oben drauf. So, okay, oh, ich habe Angst. So, jetzt machen wir es da rein. Moment. So, und hochdrehen. Okay, ach scheiße, man muss das Strom noch anmachen. So, worauf man achten muss, ist, dass der Strom drauf ist, bevor man hier diesen Kasten drin hat, weil sonst erkennt er das nicht. Also tut man das Ding jetzt hier drauf, so, dreht das hier hoch. So, okay, also, Ice Cream, ich drücke da jetzt drauf. Oh, es wird laut, es macht Geräusche. Geil, jetzt geht's los. Alter. Und jetzt schabt er das Eis ab.
Ding muss auf jeden Fall ordentlich Leistung haben. Oh, da ist schon unten angekommen. Geil. Hier sieht man den Fortschritt. Alter, das muss echt Power haben. Wie, fertig hier oder was? Was macht er jetzt? Okay, okay. Also es geht auf jeden Fall schnell. Ne? Kein Schnitt drin. Innerhalb von 1,5-2 Minuten müsste es fertig sein. Jetzt bin ich ja mal gleich gespannt, wie das Eis von der Konsistenz ist. Uwe Martine Eis aus der Ninja. Ich vermute, er geht jetzt immer so hoch runter auch, um das Ganze nochmal durchzurühren. Und jetzt geht er nach oben, habe ich das Gefühl. In seine Parkposition. Wie, das war's? Oh, krass. So, ich habe das Gerät jetzt hier wieder, das Handy wieder ins Stativ gemacht, meine ich. Okay, jetzt können wir hier wieder die Entriegelung lösen. Und dann hebe ich das Ding raus. Aha, Deckel. So, und jetzt... Alter, was ist das denn? Das sieht ja mega gut aus. Ey, das gibt's doch gar nicht. Das gibt's ja gar nicht. Die Konsistenz ist... Ey, die sieht richtig geil aus. Total... Wie hat der das gemacht aus diesem Block? Seht ihr das? Das sieht nach richtig geiler Eiscreme aus und auch von der Konsistenz. Oh, wie so ein leicht angetautes, keine Ahnung, Haagen-Dazs, Ben Jerry's. Also das sieht schon mal richtig, richtig gut aus. Da kann man sogar Eiskugeln rausformen. Ich habe so ein bisschen gedacht, ja, vielleicht wird es so flüssig. Man muss bedenken, also je nachdem, wie kalt euer Eisschrank das macht, ne, eventuell ein bisschen runterstellen, desto kalter wird natürlich auch das Eis, desto kälter und desto anders, sage ich jetzt mal, wird die Konsistenz. Also das sieht schon mal mega, mega gut aus und das muss ich jetzt mal probieren. Das erste Eis aus der Ninja Creamy. Das ist sehr ernst. Wow, wie haben die das? Das Problem ist nämlich, jetzt kommen wir wieder zu so ein bisschen Physik und sowas, wenn man Eis einfach so friert, bilden sich halt viele Eiskristalle, weil halt, ja, Wassermoleküle ziehen sich an, bilden Kristalle, wisst ihr, ne? Schneeflocken und so weiter. Und dadurch hat man halt dieses, ja, dieses Kristalline. Und deswegen kann man diesen Block, hätte man ihn vorher irgendwie kaum löffeln können. Und das Creamy-Dingen, das zerstört alles und zermalt diese Kristalle wohl so extrem klein, dass es echt eine sowas von geile Konsistenz hat. Ja, merkt man nichts an Kristallen. Also, ich will ehrlich zu euch sagen, das sieht jetzt vielleicht so aus. Ja, der Typ hat das Gerät bekommen und jetzt erzählt er das Gutes. Nein, Leute, ich bin wirklich immer ehrlich zu euch. Das ist eine verflucht geile Konsistenz. Also sowas habe ich wirklich noch nicht erlebt. Das ist sowas von glatt. Hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, welche Zutaten man benutzt. Das ist so extrem glatt und cremig von der Konsistenz. Unfassbar. Hätte ich nicht gedacht. Man muss auch sagen, es ist natürlich auch Uwe Martine drin. Viel Fett. Schauen wir mal, wie die anderen Eissorten werden. Wobei bei dem einen Ei drin ist. Ich bin mal auf das Bananensorbet gespannt. Aber das hier ist schon mal überragend gut. Ich hole mal das nächste. Und dann geht es in die zweite Runde. So, wir kommen zur Runde 2. Ich habe den Deckel hier sauber gemacht. Das bleibt dabei schön sauber. Und hier haben wir jetzt das Gelato. Ich probiere es jetzt mal eben aus hier. Also ihr seht, das ist hart, das ist kristallin. Ich mache es mal an mein Mikrofon dran. Hört ihr das? Da hört man richtig die Eiskristalle, ja? Jetzt schauen wir mal, wie es wird, wenn wir es reinschicken. Also auch hier wieder rein. Das, die Kamera war so. Man muss auch gucken, das kann hier auf diesen Kanten stehen hier. Man muss das dann halt einmal nur so ein kleines bisschen drehen. Achtung, seht ihr, dann hakt das ein. Deckel. So. Okay. Dann hier drauf. Also den nach vorne. Und dann drehen wir es hoch. Ach, ich hätte ihn vielleicht erstmal, man muss ihn erstmal einmachen, habe ich wieder vergessen. So. Okay, so, jetzt haben wir das und jetzt wähle ich hier oben aus Gelato und dann geht's los. Ach nee, das darf ja nicht leuchten, ich Idiot. Ah, jetzt habe ich aufgepasst. Ich habe die Klinge vergessen, ich Idiot. Er hat's gemerkt. Moment. So, dann nochmal raus. Aufmachen, dann hier. Ihr seht hier, das Gerät warnt einen also, wenn man dabei ist, ist falsch
reinzuschalten. So, die Klinge ist drin. Jetzt müsst ihr es erkennen, zumachen, mit dem Griff nach vorne und hochdrehen. Jetzt leuchtet sie nicht mehr und jetzt Gelato. So, okay, so, das ist fertig. So, da haben wir das Teil. Aha, aha, ach. Leute, es sieht bilderbuchmäßig aus. So, und jetzt habe ich mir überlegt, jetzt mache ich da noch ein Topping rein. Und zwar habe ich Chocolate Chips geholt. So, und zwar für Extras. Ich habe jetzt hier einfach mal Schoko. Das passt jetzt nicht so perfekt zu Salted Caramel, aber ich wollte es euch zeigen. Soll man jetzt quasi hier einfach ein Loch bis zum Boden machen? Alter, die Konsistenz ist ja wieder mega hier. Ungefähr 4 cm breit, haben sie gesagt. Bis zum Boden. So, jetzt mache ich da einfach ein paar Schokotropfen rein. Ups. Naja, so. Und dann kommt das wieder alles da drauf. Ach nee, Quatsch. Erstmal hier wieder rein. So. Deckel drauf. Dann kommt das hier wieder rein. Hoch. Ach nee, erstmal das Gerät wieder einmachen. Habe ich vergessen. So. Und jetzt nur auf Extras. Jetzt mischt er die da eigentlich einfach nur rein. Fertig. Wollen wir mal sehen, wie eiskugeltauglich das Ganze jetzt noch ist. Deckel ab. Oh, Leute. Ich meine, hallo? Ja, ist ein bisschen weicher, aber wenn man es jetzt so direkt löffelt, ist das genau die richtige Konsistenz, wie ich finde. Ihr seht, die Schokodinger, die sind hier gut verteilt. Und jetzt wollen wir es mal probieren. So, also was wir festgestellt haben ist, durchs erneute Rühren wird es dann auch ein bisschen weicher. Wenn es einem zu weich ist, kann man es ja einfach noch mal ein bisschen in den TK stellen oder bevor man es rausholt, also beim ersten richtigen Durchfrieren, in den Kühlschrank einfach kälter stellen, dann geht das halt auch. Aber ich finde das so eigentlich ganz gut. Und jetzt bin ich erstmal gespannt, wie das Salted Caramel-Ei schmeckt. Ich habe das noch nie selber gemacht. Oh ja, man schmeckt, dass ich ordentlich Salz reingehauen habe. Sehr lecker. Auch hier von der Konsistenz super glatt wieder. Lecker. Auch ein schönes Rezept, leichte Karamellnote. Die Chocolate Chips sind richtig schön knackig geworden. Doch, toll. Ebenfalls lecker. Wobei man muss auch sagen, der Geschmack variiert natürlich auch hauptsächlich danach, was man für ein Rezept macht. Ne? Also das muss man dazu natürlich sagen. Konsistenz, und darauf kommt es an bei dem Gerät, absolut fantastisch. Willkommen zum Sorbet. Kommt jetzt auch hier rein. Ich spare mir jetzt mal den Deckel hier sauber zu machen. Das ist ja eigentlich auch nur Eis. Hat halt ein bisschen Salted Caramel Eis hier drin. Deckel zu. Ist drin. Dann kommt das hier drauf. Und da habe ich echt schon, weil das Schwierige daran ist, ja, da ist halt sehr viel Wasser drin durch Früchte. Und dadurch bin ich gespannt, wie die Konsistenz wird. Sorbet. Oh, Spannung. Alter, es dreht aber auf hier. Wie so ein Düsenjet. So ein bisschen beängstigend, muss ich sagen. Fertig. So. Okay, ich glaube, dass, obwohl, nee. Die haben gesagt, wenn das so ein bisschen bröckelig ist, da kommen wir auch mal direkt dazu, dann muss man es vielleicht noch mal laufen lassen, denn es ist jetzt quasi zerkleinert. Oh. Da ruft jemand an. Und da muss man es einfach
Boah, es ist ja schon mal sehr cremig, aber dann muss man es noch maspeln lassen. Das machen wir dann jetzt auch. So sieht man eben auch, wenn das Gerät, was das Gerät für Sorbet so zu leisten hat. Also nochmal respin. Bling, bling, gerade eben fertig. So, jetzt nochmal, nachdem wir es einmal respinnt haben. Ah, Leute, oh, holy shit. Es ist unfassbar. Und hier sind nur Bananen drin. Kein Alter, was ist das denn für eine geile Konsistenz? Das gibt's ja gar nicht. Ja, also es braucht 2 Runden, aber dieses Ergebnis, das, seht ihr, wie fein das ist? Und da glaubt man, das kann nicht sein, dass hier nur Banane drin ist. Aber es ist so. Ich meine, guckt es euch mal an. Da kann man perfekte Bällchen jetzt rausmachen. Und man sieht zum Beispiel das Sorbet, das übersteht von der Konsistenz perfekt 2 Runden, weil es halt einfach ein bisschen mehr Wasser hat und dadurch fester und kälter ist. So, Bananensorbet. Nur mit Bananen. Nichts anderes. Kein Zucker, keine Sahne, kein gar nichts. Und das kann gar nicht sein. Leute, wenn ihr das Gerät nicht zu Hause habt, dann glaubt ihr es mir es nicht. Aber ihr wisst, ich habe seit vielen Jahren Eis getestet, bin noch in der Eisjury gewesen und ich habe selten so glattes Eis erlebt. Und das ist nur Banane. Hier ist nichts drin, was Fett angeht, um die Konsistenz zu verbessern. Und das ist unglaublich. Es ist wirklich unglaublich. Das Einzige, was ich mich frage, wie lange so eine Klinge hält und bei der Power, mit der die da durchfährt. Fantastisch. Schmeckt nach Banane, leicht säuerlich und nur die reine Süße vom Bananen finde ich sehr, sehr gelungen und tatsächlich auch ziemlich lecker. Ich frage mich nur, wie geil es gewesen wäre, wenn man so ein bisschen Sahne und noch ein bisschen Zucker dazu gemacht hätte. Ich glaube, das werde ich demnächst mal ausprobieren. Nächster Teil kommt morgen und damit wird das Video dann abgeschlossen. Dann probieren wir nochmal Smoothie Bowl aus und es gibt nochmal eine Zusammenfassung von mir. So, hier dann jetzt laut Rezept deren Smoothie Bowl, die man halt auch einfriert. Joghurt, Milch, ich habe Kaki und Banane genommen. Da stand, glaube ich, Ananas und Mango. Habe ich keinen Bock gehabt zu kaufen, war mir zu teuer. Und deswegen gibt's, wobei die Kaki war auch teuer, gibt's das jetzt hier. Wir kommen zum letzten Teil. Es gibt jetzt einen Smoothie Bowl, dafür gibt es auch eine eigene Taste. Ich denke mal, die Maschine wird jetzt einfach länger rühren, damit es quasi weicher wird, weil es soll ja keine Eiskonsistenz haben, keine Eiscreme-Konsistenz, sondern ja, weicher, löffelbar sein. So, drauf. Wenn man das ein-, zweimal gemacht hat, dann ist das sowas von easy zu benutzen. Also das ist wirklich unkompliziert. Und ja, jetzt kann es auch schon losgehen. Boah, Leute, das Ding ist echt so, wenn es angeht, da kriegt man ein bisschen Schiss und dann ist man einfach nur begeistert, wenn man nachher das Ergebnis sieht. So, also, jetzt bin ich mal gespannt hier. Okay, das braucht noch ein bisschen Respin, wie bei der Banane neulich. Also, wohlgemerkt nach Anleitung gemacht, aber ich glaube, so ein bisschen cremiger kann das hier nicht schaden. So. Okay, also das ist irgendwie immer noch nicht so richtig smoothie-mäßig. Wieso, verstehe ich jetzt gerade nicht so ganz. Ich habe zumindest laut an. Okay, ich habe keine Melone und keine an. Ah, okay. Wisst ihr, was vielleicht das Problem ist? Vielleicht, weil Ananas und Melone mehr Flüssigkeit hat als Kaki und Banane. Vielleicht bin ich schuld, dass es hier gerade nicht so ganz läuft. Ich mache es einfach nochmal rein. So, es wird jetzt immer cremiger. Es ist jetzt halt nach wie vor ein bisschen dicklich. Und wenn man es noch dünner möchte, dann könnte man es halt einfach nochmal rühren lassen. Oder man friert es vielleicht nicht ganz so lange ein. Man kann mal ein bisschen rumprobieren. Also es ist halt empfohlen, 24 Stunden durchzufrieren. Aber wenn die Temperatur zu kalt ist, dann wird es vielleicht zu feste. Und dann ist es schwierig. Wobei ich es so eigentlich schon ganz gut finde. So, ich wollte euch das hier übrigens einmal zeigen. Hier, ich bin natürlich schlecht mit Deko, aber hallo, ich habe eine Kokosnussschale. Sieht das nicht geil aus? Also es ist irgendwie eher Eis. Es ist irgendwie eher Eissorbet, aber es ist zumindest löffelbar. Und ich glaube, das schmeckt geil, weil die Konsistenz sieht wirklich wieder super gut aus.
So, ich probiere dann mal meine exotische Smoothie Bowl aus der Kokosnussschale. Das ist einfach nur mega glatt wieder. Oh ja, doch wirklich sehr gut. Es ist Eis. Ich bin auch ehrlich gesagt kein Smoothie Bowl Experte. Ich glaube, das macht man ja auch einfach alles in so einen Mixer schmeißen oder so. Also ich glaube, so eine Konsistenz wie in dem Teil kriegt man damit nicht hin mit einem normalen Mixer. Also das ist wirklich so unglaublich glatt und cremig wieder. Nur halt, dadurch, dass es eingefroren ist, ist es dann halt einfach ein bisschen fester als so eine normale Smoothie Bowl, die man vielleicht nur mit kühlschrankkalter Milch macht oder so. Aber andererseits halt geil. Morgens statt ein normales Smoothie Bowl, Eis-Smoothie Bowl ist, kann man auch machen. Und es schmeckt sogar, meine Kreation. Also, Kaki und Banane. Es ist ein bisschen fester vielleicht als regulär, aber schmeckt super gut mit Joghurt und Milch drin. Also, wir kommen zu einem Fazit der Ninja Creamy. Ich bin super, super begeistert. Und das, was der Name verspricht, das hält er auch, nämlich Creamy. Und das ist eigentlich das, weswegen man so ein Gerät haben sollte. Möchte man ein verdammt cremiges Eis, wie man es wirklich, ich behaupte mal, selten oder fast nirgendwo bekommt, dann ist das genau das Richtige. Es ist natürlich schwer zu vergleichen mit einer klassischen Eismaschine, die einen Kompressor, das habe ich gesagt, das hat man hier nicht. Sprich, wenn man kann jetzt nicht so, ich nehme jetzt dieses und jenes Eis und kann es sofort zubereiten. Das geht nicht, weil man muss es 24 Stunden vorher einfrieren. Das hat man übrigens auch bei diesen Eismaschinen mit Akku. Also da ist sie dann hingegen gleichgestellt. Eismaschine mit Kompressor kann das halt dann sofort machen oder ein, zwei Stunden dauert es vielleicht oder eine Stunde, ich weiß das nicht genau mit Kompressor, aber jedenfalls nicht so lange. Braucht man eine Zutat reinschmeißen, los geht's. Das Ding braucht dann für die Zubereitung aber halt auch eine Stunde oder sowas. Wohingegen der Ninja Creamy, wenn man eben rechtzeitig plant und immer so, was man so ungefähr mag im Teek hat, hat man binnen weniger Minuten super geiles Eis, was von der Konsistenz mit ziemlicher Sicherheit vielfach besser ist als so aus einer klassischen Eismaschine, die man zu Hause hat. Klar, so diese Profi-Eismaschinen, die Zehntausende Euro kosten, die kriegen sicherlich auch eine extrem geile und glatte Konsistenz hin. Aber so ein 200-Euro-Gerät da irgendwie, die man intern kauft mit Kompressor oder erst recht nicht diese einfachen zum Beispiel von Krupps, die wohlgemerkt für die einfache Eismanufaktur zu Hause auch okay ist und die kostet dann irgendwie auch nur 80, 90 Euro. Denn der Ninja Creamy kostet normalerweise 230 Euro fast und das ist natürlich schon ein stolzer Preis. Wobei ich aber sagen muss, das Ding kommt mir so hochwertig vor, dass ich den Preis absolut angemessen finde. Es ist nicht billig. Es ist aber auch nicht teuer für das, was man bekommt. Man hat diese drei Becher dazu, man hat die drei Deckel, man hat das ganze Gerät, was wirklich super, super krass funktioniert. Und von daher finde ich das angemessen. Und da muss man letztlich eben selber entscheiden. Wenn es für einen okay ist, dass man so das immer vorbereitet im TK, dann kriegt man als Belohnung super geiles, cremiges Eis, was wohlgemerkt frisch gemacht am allerbesten ist. Denn das muss man halt auch bedenken, wenn man dieses Eis, nachdem man es frisch gemixt hat, sage ich es mal, genau wie aber auch Eis aus anderen Eismaschinen zu Hause wieder einfriert, dann wird es wieder ein bisschen fester und hat nicht mehr ganz diese extrem geile, cremige Konsistenz. Wenn man es dann wieder ein bisschen antauen lässt, dann geht es besser. Aber meine Empfehlung, frisch essen. Also habt einen Becher im Eisschrank, mixt es euch frisch. Wenn ihr jetzt den ganzen Becher nicht esst, nehmt einen Teil raus, okay, dann muss man den Rest einfrieren. Die zweite Portion, dritte Portion ist ja nicht ganz so creamy, aber immer noch besser, als wenn man jetzt zum Beispiel diese Eisakku-Eismaschinen nimmt, die einfach meistens nicht so viel Power haben. Also durch diese Kraft kriegt man halt eine geile Konsistenz, die dann halt auch nachher aus dem Teker, wenn es drin war, immer noch gut cremig ist halt. Ne? Nur wie gesagt, frisch am besten und das will ich halt hier nur erwähnen. Eine Sache, die man auch erwähnen muss, man hat ein bisschen Verschnitt, denn am Rand kommt das Messer nicht hin. Das ist vielleicht so 1-2 Millimeter oder sowas oder drei, wo das Messer nicht an den Rand kommt. Da hat man dann wohl gemerkt, ja, recht hartes Eis. Also wenn man das cremige Eis sich rausholt, hat man theoretisch, man sieht das ja hier auch zum Beispiel, dass jetzt am Rand noch so eine dünne Schicht von dem, wie es vorher geschichtet war, zu erkennbar war, auch bei den anderen Eis. Da ist dann hartes Eis, was halt dann auch ja, recht feste ist und überhaupt nicht cremig ist. Das muss man dann zuletzt rauslöffeln, ist dann so ein bisschen Verschnitt. Finde ich jetzt nicht so schlimm, weil es ist ein geringer Anteil. Aber rein der Form halber muss man sagen, wohlgemerkt geht das auch einfach gar nicht anders, weil die Messer dürfen ja nicht bis zum Rand kommen. Dann wird es ja an dem Plastik landschrappen und wird einem alles kaputt machen und das Plastik ins Eis rein verfrachten. Das soll nicht so sein. Sprich, die Creamy ist schon so konzipiert, dass die Klinge gerade so den Rand nicht berührt, aber da, wo sie es halt nicht berührt, da kann es das Eis dann halt auch nicht verrühren, logischerweise. Es sei nur auch gesagt, dass
ist dann halt an der Stelle halt einfach hartes Eis, was man dann aber je nachdem, welches Rezept man macht, also hier bei so einem Smoothie Bowl, wo man viel Wasser drin hat, ist das schwierig. Aber dieses Gelato-Eis zum Beispiel, das ist trotzdem cremig. Das funktioniert auch gut. Eine Sache, die mir auch noch aufgefallen ist bei diesem Ovomaltine, wenn man ein Eis sich zusammen mischt, bevor man es einfriert, wo sich Phasen bilden, zum Beispiel, ich glaube, ich habe das Ovomaltine nicht 100% perfekt durchgerührt. Man hätte es vielleicht mit einem Stabmixer machen sollen oder vielleicht auch kurz erhitzen, abkühlen und dann erst einfrieren, damit sich einfach Nusscreme und Sahne und Milch besser mischt und homogener wird, weil das setzt sich dann im TK auch, trennt sich so ein bisschen und die Creme, die verrührt es, macht es cremig, aber von der Höhe kann sie das nicht 100% perfekt mischen, sodass man quasi, bevor man es einfriert, eine homogene Masse haben sollte. Aber das ist letztlich quasi dann meine Schuld gewesen und nicht von dem Gerät, weil ich es selber vorher nicht adäquat gemischt habe. Da muss man also dem Gerät halt einfach die richtige Konsistenz, also die richtige Homogenität vorher reinmachen und dann passt das auch. So, das ist eigentlich das, was ich dazu zu sagen habe. Das Wichtigste habt ihr gesehen, wir schauen uns bestimmt noch mal ein, zwei Rezepte in einem anderen Video an. Dies hier so als Fazit und ich sage, ja, ganz eindeutig, kriegt von mir eine dicke Empfehlung und bis auf, dass manch einer sagt, 230 ist viel Geld, was man als, nicht als Nachteil betrachten kann, aber hat auch nicht jeder 230 Euro, wüsste ich jetzt hier nicht, was großartig irgendwie wirklich schwierig ist. Okay, das mit der Smoothie Bowl, da muss ich sagen, das klappt nicht so ganz. Wenn man es 4-5 Mal spinnt, okay. Aber das Programm sollte eigentlich dafür da sein, dass es funktioniert. Wie gesagt, durch Banane und Kaki wird es vielleicht ein bisschen fester, aber es hätte trotzdem nicht so feste sein dürfen. Also irgendwie hat das nicht so 100% geklappt. Aber dann lässt man es 3-4 Mal länger laufen oder friert es nicht ganz so kalt. Oder lässt es vorher noch mal ein bisschen draußen stehen, kann man ein bisschen ausprobieren, dann geht das besser. Also hier bei meinem einen Versuch hat das nicht ganz so geklappt. Ich werde das noch mal ausprobieren, werde es euch updaten. Das kann man als kleinen Kritikpunkt sehen, aber insgesamt bin ich hier doch sehr zufrieden. Während des Schneiden des Videos habe ich einen Kritikpunkt vergessen, den ich natürlich noch ergänzen möchte. Und ihr habt es aber auch so mitbekommen, weil ihr habt es gehört und ich habe es auch gesagt, das Gerät ist mega laut. Also das macht eine ordentliche Geräuschkulisse, also so nachts heimlich aufstehen und sich Eis zubereiten, ist nicht. Ihr werdet das ganze Haus aufwecken oder man kommt nicht so vor, als ob man irgendwie neben einem startenden Düsenjet auf einem Flugzeugträger steht oder so. In 3, 2, 1. Also das ist schon sehr ordentlich, sage ich jetzt mal. Und das gilt es zu bedenken. Also es ist aber wiederum nur 2-3 Minuten, wo es dann ein bisschen rumpelt. Aber ja, gleichzeitig kann man vielleicht auch sagen, hey, da ist Power hinter. Und ist aber auch so. Also man merkt es, da ist Power hinter, aber die Power kommt zum Preis von einer gewaltigen Geräuschkulisse. Und wie gesagt, wenn ich euch jetzt begeistert habe, schaut in der Videobeschreibung, da gibt einen Link. Ich würde mich freuen, wenn ihr darüber was bestellt, wenn es euch gefällt. Und eure Meinung dazu, zu diesem Video oder auch, ob das Gerät euch interessiert, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao.